Die Behörden auf Malta haben dem Rettungsschiff Sea-Watch 3 des gleichnamigen Berliner Vereins die Erlaubnis erteilt, sich wegen des schlechten Wetters auf offener See der Insel zu nähern. Zuvor hatte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen eine schnelle Lösung für die 32 Migranten an Bord gefordert. Sie waren vor knapp 2 Wochen vor der nordafrikanischen Küste gerettet worden. Gebhard Fürst, Bischof von Rottenburg-Stuttgart, schloss sich dem Appell an. Allein schon die Humanität gebiete, die vor dem Ertrinken Geretteten zügig aufzunehmen, so der Bischof. Die Lage wird mit jedem Tag kritischer, sagte eine Sea-Watch-Sprecherin. Die Wetterbedingungen verschlechtern sich, die Menschen werden zusehends seekrank und ihre psychische Verfassung wird immer heikler. Seit 2 Wochen rufen wir dazu auf, uns einen sicheren Platz zu verschaffen. Im Augenblick sehen wir aber keinen spürbaren Fortschritt. Sea-Watch bemüht sich um eine Lösung, die ein Anlandgehen in einem sicheren Hafen beinhaltet. Das könnte zum Beispiel Malta sein, um die geretteten Menschen dann nach Deutschland zu bringen. In Deutschland sind 3 Bundesländer bereit, die Menschen aufzunehmen. Das sind Berlin, Hamburg und Bremen. Wir warten auf die Genehmigung des Innenministeriums, das die Umverteilung mit dem Land abstimmen muss, welches uns anlegen ließe.